Wenn du sagst, ich soll die Kamera einschalten, lasse ich mir das ja nicht zweimal sagen. Dann sag hallo. Morgen. Werner, dürfen deine Füße mit bei sein? Ja, der Kopf. Ja, hier wird gerade im Schlafzimmer der Teppich klein gerissen. Und legt ihr heute schon den PVC hin, dass der ausdünsten kann? Ja, ne? Schön. Und ich gehe jetzt nach unten. Ja, ich wollte eben noch zu Ende saugen. Hol ich sofort. Ich habe erst gedacht, das ist Rattenkot oder so. Ja, schön. Dann geht's jetzt weiter. Erstmal ein offizielles Hallo, ja? Ja, bring ich dir. Oh ja. Nie wieder? Warum? Jo, was meinst du, was du geflucht hättest, wenn du jedes Brett einzeln verlegt hättest? Ja, sieht doch super aus. Schlimmer ging es ja auch quasi nicht. Wie gefällt dir das, Werner? Ja, da muss man da hoch. Sonst nehmen wir es nicht hier hoch. Ja, da schneiden wir dann ja. Warte. Was denn? Ich warte doch. Ich kann mir das schon richtig vorstellen. Bitte? Reicht das deine Hecke? Nein, die haben wir aber nicht gezogen. Ich warte doch wieder die Zeit. Kann ich jetzt ziehen? Ach, guck mal, da ist so schönes Holz drunter. Ja, ich verstehe da unten nicht. So rufst du mich 12 Mal, wenn ich da was mache. Lass doch hier das Holz so, oder? Nee, das sieht so scheiße aus, schrummelig an der Seite auch. Da können wir eine Fußleiste dran machen. Frag mal deinen Papa. Ja. Ja, was sagst du denn zu den Leisten? Ja, sieht schon scheiße aus, wenn wir immer dabei sind, ne? Ja. Würde ich sagen. Jetzt haben wir ja auch hier diese, die kommen ja bald, hier die Treppendinger. Okay. Teppiche. Und den Fußboden, das ist dasselbe Holz hier wie das Treppengeländer. Ja, genau. Ja, das ist, weil das hier ist gedingst mit dem Öl. Soll ich das Öl mal an einer Stelle drauf machen? Dann wird das dunkel. Ja, du wolltest das echt so lassen. Ich finde es schön. Werner? Hast du irgendwie mal eine Hand, wo du Müll nehmen kannst oder Schrauben? Nein. Werner? Ja, riecht halt. Ach so, nee, dann lass. Nee, alles gut. Der Boden hier, der da im... Das ist doch dasselbe Holz wie das Treppengeländer, oder nicht? Wenn ich das einöle, ja, ich dann müsste das... So lassen. Ich finde das schön. Mit Fußleisten dann natürlich, ja, ne? Ja, das müsstest du dann vielleicht mit so ein bisschen Lasur... Dass okay, ich zeige dir das. Ich habe dieses... Warte. Dieses hier. Polyboy. Ja, mit dunkles Holz. Mach mal eine Stelle. Nur. Genau, habe ich auch gesagt. Das probiere ich jetzt aus. Ja. Und dann gucken wir mal. Oh, was hast du da? Dann würde ich rufen. Gehst du mit dem Staubsauger drüber, dann ist das auch gut. Ja. Die haben da auch nicht. Mit den Schrauben hat die Fetzen hier und einfach Nägel reingeploppt hier. Ja? Ja, ja. Kannst du gleich mal in der Zeit, ne? Ja, ich komme. Und da Fußleisten dran machen, ja, weil da, damit er nach da hingehen kann. Ach so. Da habe ich jetzt überall abgeschnitten, ja, dass da Luft ist. Wenn du sagst, dass das geht, schön, oder? Ja, da passiert ja nichts. Selbst wenn er nach da hin, kann er ja auch noch gehen. Ja. Das ist ja nicht irgendwie blockiert dadurch. Genau. Aber wenn wir jetzt dran sind, ist da ein
eine schicke Sache. Ja, auf jeden Fall. Dann können wir schon das Bett holen oder wenn wir selber bauen, dann dafür alles holen. Das würde ich dann bis Mittwoch liegen lassen. Ja. Und Mittwoch schneide ich den Rest. Genau. Und so schief war das. Da fehlt ein Stück und dann habe ich so viel abgeschnitten. Bei den Wänden schief sind. Ach so, ja, okay. Ja. Ja. Aber fällt gar nicht mehr auf dann jetzt, dass die Wände schief sind. Genau. Super. Sieht und richtig toll aus. Ist ja da fixiert. Ja. Da kann praktisch kann man mit dem Besen immer mal rübergehen. Und ja. Dann streckt er sich. Schön, ist gar kein Vergleich mehr alles, ne? Du meinst, wenn du jetzt alles noch drin hast, hast du was an der Wände und schreibst. Ja, klar. Schön. Oh, danke. Sieht richtig toll aus. Ach, mit deinem Danke. Ist doch so. Wo ist er? Wo ist er? Wer? Der Hund. Wann war er bei dir? Ach so. Der Hund bei dir? Nein. Hund war da. Ey! Kasper. So, wo haben sie jetzt hier Nägel anstatt? Hier. Ja, die haben alles hier so gut die Gruten gemacht. Was ist denn da drunter? Auch dieses Holz? Weiß ich noch nicht. Dann könnten wir das ja auch lassen. Ich finde den echt schön, so den Boden. Ich mache den dunkel mit diesem Polyboy-Gedöns. Ja. Muss dann wollen wir gleich auch mal schauen, was die dazu sagt. Dann, wenn ihr gleich Lust habt. Ja. Dann machen wir hier im Schlafzimmer Fußleisten dran, an zwei Ecken nur, dass das nach einer Seite auslaufen kann. Dann ist der fixiert, da ist genug Luft und dann kann er sich noch nicht verschieben, dann kann er nur noch glatt liegen. Ja, machen wir. Ich würde es nicht machen. Ich würde warten, bis er sich legt, bis Mittwoch. Ja, guck hier, dass es passiert, es ist an allen Seiten Luft drin, da kann er allen Seiten kann er wandern. Dann machen wir das gleich. Weil der steht dann nicht da hoch in der Ecke, dann ist das richtig schön. Und Smurfy, wollen wir weiter wischen? Nicht in die Fläche. Ist das denn immer an mir? Mr. Neugierig. Immer. Ich glaube, die Couch und die Fenster, da gibt's ja. Designrevier. Kann da schön rausgucken, alles beobachten. Ja, schön rausziehen. Dein Beagle-Glitzer verteilen, ne? Alles voll Haare machen. Ja. 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 Wir gucken nochmal. Und die Fußleisten, die hier oben jetzt sind, die passen hier auch farblich? Genau. Okay. Das heißt farblich, da sind dann die gleichen wie oben, ne? Ja, und guck, wenn ich da ein paar Mal mit diesem Polyboy rüber, dann... Das ist die Leine. Soll ich Michael nach der schreiben, dass er sich schon mal fertig ja, macht? Ja, okay. Genau, guck mal, sieht doch schön aus hier. Schön angezeichnet zum Abschneiden, dann passt das genau mit unten auch. Schön. Ja, dann kommen da noch Fußleisten, diese Mitteldinger, ne? Kommen dann noch diese silbernen hier auf dem Boden die, irgendwann. Ja, diese Schienen, ja. Ja. Genau. Und da machen wir die Löcher hinterher. Da ist noch nie der Funkelarbeit genug. Ja, aber das hier war ja jetzt wieder was, wo so ein Raum dann quasi fast fertig wird, ne? Mit dem Boden. Guck mal, wie das jetzt schon vorher mit dem dreckigen Keller. Ja. Das ist super. Wahnsinn. Ja. Ach, guck mal. Du müsst ja auch noch holen, dann, wenn ihr neue haben wollt, die Dichtung. Ja. Für die Tür. Auch huch. Sauber. Ja. Wie noch schreibt, er bleibt noch. Ja, nee. Bernd, guck mal, wie ich noch ein. So, das schon mal. Ach, hier ist die Hinterlehne. Alles klar. Oh, Stecker rausgezogen. Ah, Mist. So, meine Lieben. Ich wollte den Vlog eigentlich nur noch beenden. Es ist schon spät abends, wie man sieht. Es ist dunkel. Und wir sind zu Hause. Und ich konnte nicht so wirklich vloggen, weil ja halt die Eltern dabei waren und so. Also ich habe ja schon gevloggt, aber dann halt so mit der Kamera reden und so ist dann immer schwierig. Und ich hatte auch echt viel zu tun. Ich habe unten gewischt und die ganze Farbe abgekratzt mit der Mama von Bernd. Die hat mir auch geholfen. Und die Fensterbänke, die, ja, die sind immer noch nicht fertig beklebt. Also es ist immer noch voll viel zu tun im Haus. Unglaublich.
Und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt zu der Treppe. Also da haben wir echt ein Schätzchen entdeckt, finde ich, unter dem Teppich. Das Holz da, das gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ja, und deswegen, also ich beende den Vlog jetzt hier. Wir gehen schlafen und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen in alter Frische. Ciao!